So, willkommen Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Hearthstone, dem Online-Kartenspiel von Blizzard, yay! Gut, ja, mein Akku ist zwar alle super, dass ich die Stoppe aufgeladen habe vorher. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Dings gemacht, gehabt, ein bisschen Rankingliste gespielt. Und ich habe heute, da ja wieder ein neuer Tag angebrochen ist, 1:55 Uhr, Tatsache, stimmt sogar, habe ich eine neue Quest bekommen, und zwar vernichte 40 Diener. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine normale, weitergewertete Liste, wa? Also wenn wir einfach weiter mal spielen. Ich denke mal, den Magier kann ich weiter mitnehmen. Das ist in Ordnung. 2 von 500 Siegen habe ich erst. Das kann eine Weile dauern, bis ich da das goldene Wappen kriege. Thrall habe ich jetzt freigeschaltet, gerade beim letzten Mal. Ich habe ja gegen einen Menschen gespielt, der anscheinend Thrall benutzt hatte. Und habe dann die Klasse freigeschaltet bekommen. Und wusste ich gar nicht, dass das so geht. Aber ich will nicht mal einen würdigen Gegner haben. Lass mal. Jetzt sollen wir Betrunkene gegen mich spielen. Ach nee. Gegen Jaina. Aber er ist 24 bis 25, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Ah, ich bin zuerst dran. Ist aber nicht so toll. So, können wir rausmachen. Und die anderen beiden sehen eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Na, die Sima brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, Eis und Yeti, hm. Müssen wir mal gucken. Hallo. Sieht zumindest, obwohl ich habe einen säurehaltigen Schlamm schon mal in Ordnung. Ist schon mal okay. Ja, ich würde natürlich immer gerne als zweites dran sein, aber man kann ja nicht immer da als zweites dran sein. Wer weiß, vielleicht sind die ja wirklich betrunken, gegen die ich gerade spiele. Ah, unser Zug schon wunderbar. Ich würde sagen, wir greifen einfach direkt mal an, ne? Das können wir durchaus mal tun. Wenn ich hier gerade versuche, meinen ganz unauffällig mein Handy aufzuladen. Aber ich komme nicht dazu. Okay. Ach nee, oder? Ich kann gerade nicht wirklich viel machen, ne? Außer halt die ganze Zeit rumzuzaubern. Na, ich kann nicht viel machen. Ich muss bis nächste Runde warten. Ich kann nicht viel machen. Ich hätte ehrlich gerne die Münze. Also ich würde echt gerne die ganze Zeit lieber zweites rein sein, weil es einfach wesentlich cooler ist, wenn man einfach so eine Münze dazu bekommt. Mit einem Mana. Ansturm und Kampfschrei. Ach, der gibt unserem. Cool, der hat uns direkt Mana Kristall gegeben. Ja gut, dafür, dass das 4-2er, das ist schon nicht übel, das Ding. Ja, ich würde mal sagen, setzen wir das so rein. Ich habe gar keinen Mana mehr, das ist aber scheiße. Okay, versuchen wir es mal so. Hoffentlich wird der getroffen. Na, wunderbar. Ah, mir geht's irgendwie gerade nicht so gut mit meinem Deck, habe ich das Gefühl. Ja, ist auch nicht so schlecht. Ich hasse Mirror Matches. Ich hasse immer Mirror Matches. Ich hasse es, gegen mein eigenes Spiegelbild kämpfen zu müssen. Warum hat denn du Ansturmreiter, diese Spasti? Das ist auch so einer, weißt du, den ich früher auch mal hatte. Die ganzen Einheiten. Aber das ist in Ordnung. Das funktioniert alles wunderbar. So. Scheiß Handy. Was ist so schnell Lady-Akkus, ey. So, Schildmeister von Zenjin. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich kann die nächste Runde killen. Das ist kein Problem. Muss ihn zwar spotten, aber das geht schon. Der hat noch die Münze, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, mache ich einen Feuerball? Ich glaube, ein Feuerball ist jetzt nicht so. Oh, der Felsfäuste habe ich auch noch. Das ist eine gute Frage, was spiele ich jetzt zuerst? Wir haben sonst keine. Wobei, Jaina hat ja keine Waffen, ne? Jaina hat ja keine Waffen. Da kann man durchaus die Dings spielen. Da haben wir. Ich mache erstmal ganz kurz das. Dann können wir durchaus die Karte spielen, um neue zu ziehen. Toll. Ich benutze Arcane Intelligenz, um Arcane Intelligenz zu ziehen. Das ist ja auch ganz clever. So, schauen wir mal. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Für mich, er hat noch sehr, sehr viele Karten auf der Hand. Ich weiß nicht. Au. Das ist ja bitter. Oh, der hat sogar Arcane-Intelligenz in Gold. Bringt eins nicht viel, außer halt, dass man sieht, er spielt hat das schon ein bisschen länger, ne? Was glotzt du? Die sind ja eine Runde eingefroren, ne? Vereist. Eingefroren, verpasst den nächsten Zug. Aber das ist ganz in Ordnung, ist okay. Ich finde das mal ganz okay, aber ich weiß nicht, ob er jetzt mit 7 so einen Kriegsgolem spielt. Magier hat ja einen Kriegsgolem, ne? Eisenpelz. Was? Eisenpelz Grizzly ist schon richtig. Ah, ich hasse das.
5 Mana. Was hat der jetzt noch? Bestimmt noch eine Sportfähigkeit. Natürlich wäre es geil, wenn er gar nichts hätte, aber das wäre zu... Okay, wunderbar. Nö, nee, das ist in Ordnung. Das passt. Achso. Naja, das bringt jetzt auch nichts. Das bringt ja erstmal recht nichts. Dann kann ich ja, super, kann ich mit dem einfach angreifen. Das ist doch auch toll. Da habe ich auch keine Probleme mit. Also ist kein Ding. Verwendet ein Diener an ein Schaf. Ich glaube aber nicht, dass er es tun sollte, weil so oder so meine Einheiten gerade sterben. Ich habe da 3-2, 3-2. Nee, es bringt nichts. Ich muss die so oder so, muss ich die Gegner abziehen. Wir können aber durchaus, ja, einer wird so oder so sterben. Definitiv. Oder beide wäre, obwohl, weiß nicht, soll ich beide am Leben? Ich kann durchaus die beide auch am Leben lassen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Mach ich die noch, gebe ich dem noch einfach mal ein paar Punkte? Ich gebe ihm noch mal ein paar Punkte. Meine, ich greife ihn jetzt an. Und kann die Fähigkeit benutzen. Sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also, schlecht sieht es nicht für mich aus, muss ich sagen. Ich habe noch, hab noch Feuerball, ich habe einen Flammenstoß. Ich habe eigentlich, ich kann die Gegner einfach töten. Das ist kein Problem. Ich muss wirklich sagen, der Magier hat unglaublich mächtige Karten. Das hätte ich echt nicht so anfangs gedacht gehabt. Ja, 5-4 einfach für so einen Säure halt, das ist schon schlecht. Alter, was ist das denn für ein krankes Typ? Für ein kranker Typ. 8 Lebenspunkte, jetzt hat er seine Feuerbälle auf. Wahrscheinlich so einen Diener schmeißen, wa? Oder hat er noch was? 3 Mana? Flammenstoß kann er nicht mehr haben. Okay. Schneefresser 3-2. Ja, das ist kein Thema, das kriege ich hin. Wasserelementar können wir setzen? Wobei die Frage ist, ob er einen Flammenstoß dann gleich einsetzt. Deswegen lasse ich das mal lieber. Fügt einem Charakter 3 Schaden zu und friert ihn ein. Ja, wobei das eigentlich egal ist, was ich mache. Wir können mal mit Arcane Intelligenz neue Dings ziehen, neue Karten. Oh, der Gegner ist richtig gefistet. Aber ich werde die... Ups, sorry. Ich werde aber meine Karten auf der Hand nicht wirklich benutzen jetzt schon. Obwohl, nee, ich hätte noch nicht gewinnen können. Hätte ich 8 Mana-Kristalle gebraucht. Um mit dem Feuerball ihn komplett... Ich mache es mit nächster Runde wirklich mit Feuerball. Bringe ich es zu Ende. Das ist immer ein gelungener Sieg, glaube ich. Mit dem Feuerball zu beenden. 2 Feuerbälle, das ist auf jeden Fall mega awesome. Aber gerne würde ich den Gegner auch noch, ne, was würde ich mit dem Gegner machen? Oh. Aha! Der hat sich eine Kopie davon erstellt. What the fuck? Was ist das für einer? Also, solange er kein Mana wieder kriegt, ist er eh down. Ah, ich sag mal, noch nicht gut gespielt. Ja, GG. War auf jeden Fall ein schönes Match. Acht Mana Kristalle weg. Aber ich, ach nee, 4, ach so, runter zählt das? Ich dachte, das zählt hoch. Okay. Dann ist er natürlich besser gewesen als ich. Siegesträhne, Bonussterne, Lepra-Gnomen. Level 12. Sehr schön. Fügt eigentlich einen Schaden zu 38 und vernichtet 40 Diener, habe ich hier 4 besiegt. Ist aber in Ordnung. Don't Touch hat mir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Weiß nicht, wer das ist. Aber 2 Uhr nachts ist schon ein kranker Suchti. Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist ja... Heute ist Samstag zu Sonntag, genau. Ich habe mir nämlich gerade Schindlers Liste angeschaut. Ein unglaublich guter Film, muss ich übrigens sagen. Deswegen musste ich die letzte Folge auch so abbrechen oder beenden, sage ich mal. Und konnte jetzt das wieder aufnehmen. Oh, gegen Valera, oh. Lass mir jetzt zweites. Ah, wunderbar. Flammenstoß kann weg direkt. Das kriege ich später wieder nach. Wasserelementar kann ich durchaus behalten. So sieht's aber ganz gut aus. Ach, shit. Mann, warum kriege ich statt einer 7er jetzt kriege ich eine 6er Mana-Karte? Na gut. Ich denke, das kriegen wir trotzdem hin.
Na gut, der hat natürlich einen Dolch, ne? Die hat jetzt Dolche, aber ich habe auch so einen säurehaltigen Typi, der die Waffe von denen kaputt machen kann. Aber gegen die Shulkin ist immer echt schwer. Die ist ein richtig aggressiver, hat einen richtig aggressiven Spielstil. Da ist das immer ein bisschen schwierig. Aber sie hat. Ich glaube, die Shulkin hat keine Heilung, ne? Ich glaube, die Shulkin hat keine Heilung. Aber gucken wir mal, jetzt wird sie ihren Dolch zünden und mich angreifen damit. Mit einem Schaden, zwei Haltbarkeit. Du musst erstmal auf die Heldenfähigkeit klicken, ehe du die das Porträt benutzen kannst. Oh Mann. Marcel und Don't Touch gucken mir zu. Hallöchen, ihr beiden. What's get up? Icewind Yeti. Ja, das ist auch ungünstig. Ich kann halt nicht viel machen. Ne? Nächste Runde kann ich ein Wasserelementar und Icewind Yeti spielen. Ich denke mal, ich werde ein Wasserelementar setzen. Weil er nicht schlecht ist mit der Mana-Münze. Ah, ich habe sogar noch einen. Siehst du, zwei Wasserelementar auf der Hand. Eieieiei. Er wird mich jetzt nochmal angreifen und eine Karte sogar wahrscheinlich setzen. Aber er wird keine Ansturm dabei haben, glaube ich nicht. Ich glaube, Valera hat keine. Wobei Neutral kann auch Ansturm haben, ne? Ach ja, übrigens, hi, ne? Ich möchte noch hi sagen. Ah, ach so, er zieht sich jetzt ein Schild. Ah, kann das doch. Verdammt! Er hat doch Heilung. Was für eine Drecksau. Okay, er kann auswählen. Na, ist heftig. Was ist das denn? Verursacht zwei Schaden, Kombo verursacht stattdessen vier Schaden. Okay. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Das war's. Ja, Valeras hat ein wirklich aggressiver Champion, aggressiver Held. Aber ich weiß nicht, wie sie so im Late Game ist. Ich glaube, im Late Game schlägt sie sich nicht so perfekt hart. Also, die dürfen mich ruhig angreifen, das ist kein Ding. Komm, hau rein hier. Nächste Runde mal die Arkanen Geschosse probieren. Schauen wir mal, ob wir den Voodoo-Doktor killen können. Weil er wird mich jetzt mit beiden wieder angreifen. Er wird, wenn er jetzt zwei Mana nur benutzt. Okay, drei Mana, okay. Ich kann es versuchen, mit Arkanen Geschosse beide zu vernichten. Mir würde natürlich auch der Wolfsreiter reichen. Aber gucken wir mal. Lass uns überraschen. Ich habe da noch drei Münzen. Für einen Feuerball hätte ich noch Münzen. Oder für einen Blutelfen-Kleriker. Das ist auch noch in Ordnung. Okay. Aber das wird noch. Es wird noch. Ich muss mich die ganze Zeit nicht darüber kommunizieren. Das reicht ein Hallo und ein GG, das reicht. Na, ja, die ist ziemlich aggressiv, muss ich sagen. Ziemlich aggressiv. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Gut gespielt. Das hat die Shulkin. Also ich bevorzuge eigentlich auch die Shulkin, aber ich habe davon auch nicht alle Basiskarten. Und ich finde, Magier an sich ist der echt krass. Also er hat halt ein paar Defizite halt im Early, wenn du nicht wirklich gleich die guten Karten. Ich habe ja jetzt natürlich eine Ogre der Fels, Ogre der Felsfäuste noch gezogen. Das war ein bisschen heftig gewesen. Der Typ ist so krass nur auf die HP fixiert. What the fuck? Ah, ist kein Ding, kein Ding. Ich hau dich schon noch, keine Sorge. Na, den kriege ich nicht down. Ah, ich könnte ihn so down kriegen, das ist okay. Icewind Yeti, Ogre der Felsfäuste. Vorwärts. Ich habe noch vier Mana. Icewind Yeti oder... Ich werde ein Icewind Yeti setzen. Weil wenn ich sie jetzt, ist eigentlich egal. Ich glaube, ich sollte ihn lieber direkt angreifen. Vor allem, sie kann jetzt nicht mit dem Dolch angreifen, weil sie eingefroren ist. Zumindest würde ich das mal als Konsequenz sehen. Selbst wenn sie jetzt diesen komischen 5-4er durchsetzen oder 5-2er durchsetzen würde, ist das egal. Sie wird sogar durchaus in den nächsten paar Runden sterben. Na, das ist nämlich der Nachteil bei den Schurken.
Der Schurke ist nicht Late-Game-lastig, finde ich. Zumindest das Deck, was ich aufgebaut hatte bisher. So viele Möglichkeiten. War. Das ist richtig bitter. Ah, das ist gemein. Denkst du, du kriegst mal einen Down? Du kannst dich gerne selber besiegen. Normalerweise dürfte ich das nicht benutzen können. Den Angriff. Okay. Er versucht es. Ich brauche wirklich Spotteinheiten. Aber das macht nichts. Ich krieg das hin. Erstmal kriegen wir die down. Mit dem Wasserelementar müssen wir nämlich die angreifen, dass sie nächste Runde wieder nicht angreifen kann. Mit ihrem. Ah, ihr wisst schon. Fehler wurden begangen. Na, ist mir klar. Gut gespielt. Ich kann noch einen rufen. Das war's. Da kann ich mal die Fresse halten. What the fuck? Ah, Feuerball sieht schon nicht. Ich hab 4, 10, 13. Oh, ich könnte ihn sogar instant killen. Na, fick dich, Alter! Was ist dein fucking Problem, Mann? Spasti. Ich bin natürlich total nett, ne? Fuck. Ja, dadurch hat er nämlich jetzt richtig krasse Vorteile. Also, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Oh, Entschuldigung. Ich muss sie wieder rufen. Wenn ich den jetzt benutze, könnte ich mir theoretisch einen Blutsumpf-Raptor schicken. Ah, ich kann ihn nicht angreifen. Ich würde 7... 13, ich... Das ist sowas von hart kniffelig. Das ist so ein Spaß hier, ohne Witz, Mann. Wenn ihr mir jetzt 7 Schaden machen, 8 Schaden machen kann, bin ich am Arsch. Ich hoffe es mal nicht. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Ich hätte gewonnen mit der Kombo. Ich hätte einen Feuerball geschossen, ich hätte noch einen Feuerball geschossen. Ey, das kann doch nie sein. Das ist so ein Penner, ey. Ah, ich hasse ihn. Ja. Es wird sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Aber er hat keine Karten mehr. Das war's gewesen. Ich sage, er wird nicht mehr viel durchhalten. Das Gute ist nämlich, wenn ich ihn jetzt einfriere, kann er wieder mit seinem Dings nichts machen, mit seinem Schurken. Das sieht gut aus. Ich mache 6. Ich mache mehr. Die Zauber, das ist natürlich doof. Ich will aber nicht einen Dings verlieren. Wir killen den erstmal. Wir frieren den ein. Er hat noch 11 Leben. Was glotzt du so? Das war's. Aha, so macht so viel Spaß, ey. Das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Kartenspiel so krass. Außer sie hat noch eine richtig krasse Karte. Aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Gut gespielt. Ja. Gut gespielt. Außer sie hat einen Feuerball. Das wäre natürlich jetzt mein Tod wäre das gewesen. Okay. War auf jeden Fall ein gut gespieltes Match. Boah, fucking 5 Leben noch. I like you. Argentum knappen. Ah, die haben mich teilweise wirklich zwischendurch ins Schwitzen gemacht, weil sie alle meine Eiselementar wieder auf die Hand gebracht hat. Das war nicht gerade nett von ihr gewesen. Ja, Leute, das Hearthstone macht so unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, aber es ist einfach so. Und mir wurde gesagt, ich sollte lieber das Gold sparen für die Naxxramas-Abenteuer, weil es da anscheinend richtig gute Dinge geben soll. Deswegen spare ich einfach mal mein Gold und warte, dass ich irgendwie anders Packs bekomme. Ich krieg nur durch die Daily Quest kriegst du jedes Mal Gold. Ah, gut. Kriegt man schon irgendwie hin. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's wieder gewesen mit einer weiteren Runde von Hearthstone. Ich denke mal, ich werde sogar noch eine spielen. Nein, danke, ich verzichte. Nee, sowas braucht man nicht. Das ist auch irgendwie traurig.
Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge von Hearthstone. Das hat mich gefreut. Und mal gucken, wie wir beim nächsten Mal wieder PvP abziehen werden. Auf jeden Fall, das Magedeck ist immer noch mega cool von Wookie LP, was ich mir vorgeschlagen hatte. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Hearthstone, dem Online-Kartenspiel von Blizzard. Bis dahin, bye bye.